Hallöchen und willkommen zurück hier bei Harry Potter und die Kammer des Schreckens auf dem Game Boy Color. Wir sind gerade zu Gringotts, der Zaubererbank, hereinspaziert und rauben erstmal den Laden aus. Wir haben einfach mal ein paar Sickel mitgehen lassen, ne? Sehen Sie denn nicht, dass wir beschäftigt bin? Wenn Sie Geld brauchen, müssen Sie sich an Griphook wenden. Alles klar, du kleiner unanständiger Boy, der mir sagen will, was ich zu tun habe. So, die Bank ist ein wenig weniger lang, ne? Und ein wenig kürzer auch genannt. Ich meine zu wissen, dass es hier noch irgendwo ne. Anscheinend nicht. I don't know. So, hi, du kleiner Gnob. Ja? Hi, Griphook. Wir brauchen etwas Geld für unsere Schulsachen. Ja, dann geht mal arbeiten oder Rasenmähen oder so. Warte mal, wir sind hier in der Bank. Die Schlüssel bitte. Ja, jetzt bin ich gespannt. Gut, dann ist ja alles in Ordnung. Folgen Sie mir und lassen Sie während der Fahrt die Hände im Karren. Es ist nicht besonders angenehm, wenn jemand Ihnen die Finger abbeißt, glauben Sie mir. Ich hoffe, dass Harry sich nicht wieder auf die Fresse mault, meine Boys. Folgen Sie mir bitte. Wir nehmen einen geheimen Korridor, der Sie direkt zu Ihrem Verlies führt. Fall ja nicht um, Digga. Die sollten die Gänge mal ein bisschen ebener machen. Jedes Mal stolperig hier, Mann. Ich verklag die gleich. Oh, Harry, du bist so ein Vollmongo, Alter. Warten Sie doch auf uns. Wir sollten besser zusehen, dass wir Griphook einholen. Ich bin mir nicht sicher, ob wir wieder alleine rausfinden. Digga, da ist die Tür. Hier. Oh, Harry, du Opfer, Alter. Ohne Spaß. Harry, du bist ein richtiger, ne? Du kannst nicht mal gehen. Du willst Voldemort besiegt haben? Digga, du lässt dich von unebenen Böden besiegen, Alter. So, dann gucken wir mal, was hier so abgeht. Na, Dies ist nicht mein Verlies. Ich schätze, wir müssen weitersuchen. Alter, im ersten Teil sahen die nicht so golden und krass und glänzend aus und so, ne? Oh, da oben war ein Bossgegner. Oh, habe ich das gerade richtig gesehen? Ich glaube ja, oder? Okay, warte mal. Was war der Ghoul? Ghoul war verwundbar durch die ersten beiden. Okay. Let's go, meine Freunde. Boom! Yeah, der Ghoul macht wie immer gar keinen Damage. So, Flipendo reicht. Da muss ich keine Magiepunkte verschwenden. Okay. Bevor wir jetzt hier hochgehen und den Bossgegner eliminieren, meine Freunde, will ich noch die restlichen Sachen erkunden. Oh, nee. Was sind das denn für welche? Ah, Truhe. Okay. Maybe? Das hat gar keinen Damage gemacht. Will ich es nochmal mit dem probieren oder will ich das mit dem... Wisst ihr was, Freunde? Wir machen mal den Flipendo Duo. Oh, shit. Okay. Boom. Na, der macht 15 Damage. Das ist okay. Aber die machen enormen Schaden. Oh, Mann. Warte mal, Packratte? Das ist doch eine Ratte, oder? Ja, juckt den nicht, ne? Hat nichts gebracht. So, Flipendo. So, okay, das war's zumindest mit der Ratte. Jetzt müssen wir mal gucken, was die andere Olle will. Vermilios, mal gucken. Ja, das sieht effektiv aus, ne? Ja, die macht zwar Damage, aber wir schaffen es, sie aufzuhalten. Vor allem jetzt zu zweit, ne? Zu zweit ist das Game natürlich wesentlich angenehmer, was solche Sachen anbelangt. So, 25 Erfahrungspunkte. Harry wurde
geupgradet. Was bist du denn für eine Maus, Alter? Für eine Fledermaus? Warte mal. Ja. Ja, Leute, ich probiere alle Gegner mal einzusortieren, falls wir irgendwie mal in eine brisante Lage kommen, damit wir die Boys und Girls einordnen können. Okay. So, aber jetzt gehen wir mal Griphook nach, damit wir ihn finden. Ich frage mich, wem dieses Verlies gehört. Ich werde es wohl nie erfahren, ja, true. Oh, warte mal. LOL? Jetzt ist er ja wieder da, der Griphook. Hä? Fehler in der Matrix. Ist ein richtiger Fehler in der Matrix. Da ist er ja, der Griphook. Ja, Lil, okay. Alright. Er ist hier lang gelaufen, der Griphook. Aber er ist nicht... Okay. Ja, da müssen wir da... Ja, es gibt keinen anderen Weg als genau da hoch, wo wir herkommen, Alter. Weil da einfach eine Sackgasse ist. Griphook ist mal wieder in eine Sackgasse gelaufen und wir finden ihn nicht mehr, oder wie? So komisch. Naja. Ich bin mir nicht sicher, ob wir ready sind für diesen Kampf, Freunde. Ich sollte vielleicht den ein oder anderen Trank verwenden. Aufpeppeltrank auf den Weasley Boy. Vielleicht einen Mega Power Trank. 30 Kraftpunkte. Ja, okay, cool. Let's go, meine Freunde. Ohne Rüstung. Oh, wow. Okay. Informus! Gucken wir mal, was der Junge für Schwächen hat. Ich glaube, der Verdimilos war das bei ihm, ne? Diener. Oh, resistent gegen Verdimos und gegen den Incendio. Das bedeutet, der hier macht Damage und der Flipendo macht Damage. Die Frage ist nur, wer macht mehr Damage? Der hat 12 Damage gemacht. Jo, der kann mich einfach versteinern. Alles klar. Der hat 12 Damage gemacht. Das bedeutet, der Flipendo müsste dann weniger machen, oder? Der macht ein Damage? Warte mal, war der... resistent? Aber der... Okay, wow, dann ist da der hier der einzige Zauber, der was bringt bei dem Boy. Yo, Harry, kannst du mal auftauen, bitte? Dankeschön. 26! Damn! Okay. Ja, jetzt können wir aber wieder zu zweit angreifen und das passt dann schon. Putz! Wobei einfach Harry mehr Damage macht, ne? Das ist krass. 47! Yo! Übertreib nicht! Wow. Ron wurde gerade ausgenockt, Freunde. Okay. Yo, dieser Bossgegner macht Damage des Todes, Alter. 30 macht er einfach. Oh nein. Oh nein, wir haben keine Magiepunkte mehr. Wow. Was passiert jetzt? Okay, er macht 0 Damage. Das heißt, wir können ihn besiegen. Pa! Oh oh. Einen brauchen wir noch. 49! No! Wow, okay. Der Typ hat uns auseinandergenommen und wir verlieren die Nuzlocke bereits im dritten Part. Holy shit. Okay. Ihr seht, die Bossgegner in diesem Spiel sind anscheinend anspruchsvoller als gedacht. Wow, wir waren relativ gut equipped, ne? Wir waren relativ gut equipped. Das juckt den Jungen aber nicht. Anscheinend haben wir zu wenig gelevelt. I don't know.
Vielleicht auch zu wenig Glück, denn uns hat genau ein Angriff gefehlt und dieser eine Angriff war wahrscheinlich der mit dem Informus, ne? Ganz am Anfang. Wir probieren es nochmal. Holy shit. Ja, instant gegen den ersten Boss verloren. Direkt 50 Damage. Der Junge ist krank, Alter. Was ist mit dem? Kann den einer nerven, Alter? Wir machen 13 Damage und der macht 50 und versteinert uns instant. Was? Was ist denn das? Yo, Ron, kannst du abhauen? Du kannst nicht hinkommen. Natürlich kann ich nicht hinkommen, Alter. Okay, alles klar. Alles klar, mein Junge. Jo, der kann dreimal angreifen. Ich kann nichts machen. Der kann dreimal angreifen, der Junge. Holy shit, wie stark ist der Typ, bitte. Alles klar. Gut, Freunde. Ich würde sagen, wir müssen etwas leveln. Wir müssen ein paar Monster besiegen. Es tut mir leid, ich würde das gerne offscreen machen, aber da wir erst 12 Minuten haben, kann ich euch nicht einfach so stehen lassen. Also ich könnte natürlich den Part schon beenden, aber ich kann mir vorstellen, dass viele von euch das ankotzen würde, wenn der Part nur 12 Minuten geht, aber in Ordnung. Ja, wobei ich auch nicht unbedingt das Gefühl habe, dass wir bei dem Boy hier massiv... Wo haben wir die blöden... Die habe ich doch auch gescannt, ne? Da habe ich doch auch mal gescannt. Ja, hier, genau. Oh, habe ich gar nicht gescannt, okay. Dann machen wir das jetzt. Stimmt, ich bin ihn nur encountered. Ja, true. Okay, dann gucken wir mal, was... Okay. Leute, ich bin buff, Alter. Der Boss ist, hart. So, Ron geht kotzen erstmal. Hält sich schon die Hand vor dem Mund. Come on, kill. Crit. Nice. Aber das macht einfach fast nichts. Verdimilos wurde geupdatet. Im ziemlich perfekten Zeitpunkt. Yo, was war noch gleich mit dir, du blöde Fledermaus? Ein Flughund, okay. Oh, ich habe einen zweiten davon. Yo, der ist perfekt für den Boss. Der ist perfekt für den Boss. Mal gucken, ob Ron auch noch was lernt irgendwann oder ob der einfach ein Lappen bleibt, wie immer. Yo, also in diesem Part will ich die Gringotts Bank auf jeden Fall noch schaffen, Alter. Was ist denn das sowas? Kann doch nicht sein, ey. So, Ron ist auch ein Level weitergekommen. Aber mit einem Monster pro Dingens ist es ein bisschen tricky. Was zum Teufel soll eigentlich Packratte sein, Mann? Schreib mir das mal in die Kommentare. So. Ich bin mir gerade nicht sicher. Macht das was? 10 MP? Holy shit! Okay, das macht Damage. Das macht definitiv Damage. Aber braucht extrem viele MP. Gucken wir mal. Na. Ja, Harrys Zaubererstärke ist definitiv besser. Ey, ihr müsst euch mal vorstellen, wir haben alles gekauft, was wir kaufen können für Equipment. Und ich habe ein bisschen gelevelt, bevor wir den Fuchsbau verlassen haben. Und trotzdem verlieren wir so hart massiv gegen diesen einen Bossgegner. Der zerstört uns einfach durch und durch, Alter. So. Ich brauche dringend ein Level weiter, weil, ihr wisst Bescheid. Wenn man keine Magiepunkte mehr hat, dann geht es einfach alles 10-mal länger und das nervt. Also der Ghoul ist scheiße schwach, ne? Das muss man mal sagen. Boom! Kein Level, okay. Puh. Schon wieder ein Ghoul. Wie viel hat das gemacht?
Ich will doch nur ein Level weiterkommen. Sobald wir ein Level weiter sind, gehe ich zum Boss. So, okay, das hat gereicht für den Jungen. 14 Erfahrungspunkte, come on. Das reicht einfach nicht, Alter. Wie viele Erfahrungspunkte brauchen die Jungs? Sickel. Nächster Level in 300? Sie... Was? Erfahrungen habe ich schon... Ah, okay, okay, okay. Also nur noch... 6 EP. Und du? Ja, bei ca. 30 EP, okay. Das heißt, ich darf mit Harry definitiv keine Leben oder keine Magiepunkte mehr verlieren. So, speeden wir das Ganze ein bisschen, Leute. Ne? Damit das Ganze so ein bisschen vorwärts geht hier. So, Harry kommt definitiv ein Level weiter. Genau, Ron noch nicht. Oh, eine fette Ratte, Alter. Was mag die Ratte nicht? Riesenratte. Verwundbar durch die beiden, okay. Ja, habe ich wieder noch leider gerade. So, Harry, ich glaube, mit Harry muss ich den Zauber droppen, ansonsten macht die Ratte mir 43 Damage, lol. Ja, GG. Wir machen jetzt noch einen Kampf, gehen danach heilen und dann treten wir nochmal gegen diesen blöden Bossgegner an. Okay, das macht 12 Damage. Was genau? Verwundbar durch alle, okay. Ja, dann machen wir mal den Flipendo Duo. Und den hier, ne, wenn wir eh schon dabei sind. Scheiß drauf, wir müssen eh heilen. So, und jetzt dürfte Ron endlich mal noch ein Level. Neuen Trick, Rattenminze. Okay, den Trick wollen wir noch kurz probieren. Was genau macht Rattenminze? Okay. Die Ratte ist für diese eine Runde gefreezed. Interessant. Aha. Okay, Freunde. Dann gehen wir jetzt ganz kurz heilen. Und dann geht's gleich zum Boss. So, meine Freunde, es geht los. Wir probieren's im Rematch gegen diesen beschissenen Boss, Alter. Der hat uns mega heftigen Damage gemacht. Gut, Freunde, ich meine mich erinnern zu können, dass der Diener, so wie der heißt, resistent gegen die beiden Zauber war. Genau, nur verletzbar durch den grünen Zauber, durch den Verdimilos. Deswegen spammen wir den jetzt einfach mal. Let's go, meine Freunde. Ich hoffe, dass wir den Jungen jetzt endlich mal besiegen können. Jetzt haben wir nämlich einen Level 2er Zauber, der ziemlich viel Damage macht. Das war ein Crit. Holy shit, das war ein Crit. Yo, und er verfehlt. Er verfehlt. Das bedeutet, wir zerstören den Jungen gerade. Wir obliteraten den. Bro, du hast krass verloren, Junge. Du hast uns keinen einzigen Damage. Lol. Ja, ne? Mit ein bisschen Hex, mit ein bisschen Glück. Mit einem Crit. Ne? Mit einem Flinch. Haben wir es einfach mal geschafft, den Jungen auszunocken, ohne dass er uns einen Haar krümmt. Und vor einem Level oder zwei hat er uns noch einfach geone-shottet. Oh my god. Ja, Freunde, seht ihr? So läuft das. Okay. So, da ist Griphook. Das sind sie ja. Ich dachte schon, wir würden sie nie mehr finden.
Ich bin sehr erleichtert, Sie zu sehen. Es ist immer schlecht für das Image der Bank, wenn Kunden spurlos verschwinden. Ja, deswegen hast du auch nach uns gesucht, ne? Wir sind jetzt, sind wir jetzt in der Nähe der Verliese? Ganz recht, Mr. Potter. Zu Mr. Weasleys müssen Sie zuerst links, den Gang hinuntergehen. Okay. Das ist also Weasleys Bankkonto. Das muss es sein. Ich probiere mal, ob der Schlüssel passt. Ja, ich hab's gefunden. Los, komm, Harry. Wow, das ist, nett. Warte, die haben 75 Sickel auf ihrem Bankkonto? Ich habe gerade 135 Sickel auf dem Flur gefunden. So, das müsste reichen. Lass uns nach deinem Verlies suchen, Harry. Bruder! Ich kauf dir alle Trikots, die du willst, mein Bruder! Damn, Alter, der Typ ist ja richtig broke. Broke as shit, ne? Und unser natürlich in Gold, ne, ganz klar. Da sind wir, Ron. Du musst nicht unbedingt reinkommen, wenn du keine Lust hast. Ich gehe mit dir rein. Ich möchte hier lieber nicht alleine warten. Ah, okay. Wow, Harry! Das ist ein richtiges Vermögen! Es gehört mir nicht wirklich. Ich meine, es gehört mir schon irgendwie. Es stammt von meinen Eltern. Ich darf es nur zum Kaufen von Schulsachen brauchen. Mach dir darüber mal keine Gedanken, Harry. Wir sind Freunde. Das ist doch schließlich alles, was zählt. Das denke ich eigentlich auch. Er nimmt ein paar Münzen vom Stapel weg. 300 Sickel. Der Ron hat alles zusammengeknaustert, um 75 zusammenbekommen. Komm, jetzt machen wir aber, dass wir hier rauskommen. Und dann gehen wir so richtig einkaufen. Shoppen, meinst du? Ja, ich hab doch schon alles gekauft, my boy. Ah, die Musik in diesem Spiel ist einfach geil, Mann. Na? Gibt's hier nichts? The fuck? Als ob? Ja gut, dann gab's das wohl nur im ersten Teil. Alright. Oh nein, Gripbook ist verschwunden. Ich glaube, wir müssen den Ausgang nun alleine finden. Ja, das tun wir. Keine Sorge, ich bin hier schon 2 Milliarden Mal durchgegangen. Ich weiß ganz genau, wo der Ausgang ist. Ah, der Ronnie Boy, Alter. Einfach der, ne? Er ist halt einfach der Rothaarige, der broke ist, der kein Geld hat, der irgendwie 9 Geschwister hat und, ne, ist einfach Harry Potters Sidekick. Ron ist eigentlich schon ein sehr armer Bastard, ne? So, Gripbook, na, wie war's mit so, yo, es ist schlecht fürs Image und so, ne? Nicht mal warten konntest du. Vielen Dank für Ihren Besuch bei Gringotts. Sie sind jederzeit in der Winkelgasse willkommen. Danke, Gripbook, bis zum nächsten Mal. Ich glaube, es gibt kein nächstes Mal, denn das war das letzte Spiel, was so rauskam, ne? Die können sich hier aber auch mal eine Geldautomaten anschaffen, ja, irgendwie schon, ne? Jedes Mal zum Verliesrennen ist irgendwie dumm. Macht keinen Sinn. So, meine Freunde. Jetzt haben wir aber die Kohle. Und jetzt wollen wir sie ausgeben. Jetzt ist nur die Frage, wo genau war das denn? Wir sind Level weiter gekommen, das heißt, wir müssen nicht heilen. Digga, geh auf die Seite, Mann. Ich kann nicht glauben, dass es wirklich ist. Er ist sogar noch schöner als auf den Fotos. Gilderoy Lockhart ist 5-mal gelesen. Oh Gott. Ich würde ihn wirklich gerne ansprechen, aber ich bin so schüchtern. Oh, okay. Es hat also schon begonnen. Hey, Molly! Molly! Die haben hier sehr gute Kochbücher. Okay. Buchstützen. Ich habe noch nie Buchstützen verzaubert. Das mache ich als nächstes. Was genau willst du am Buchstützen eigentlich verzaubern, my boy? Hallo, die Schulbücher für das zweite Schuljahr kosten 50 Sickel. Jawohl, kaufen wir. Vielen Dank für Ihren Besuch, Mr. Potter. Okay. So. Hey, Ginny. Na? Hallo, Harry. Da bist du ja wieder. Hallo, Hagrid. Was machst du hier? Gilderoy Lockhart ist hier. Signiert sein Buch. Zauberisches Ich. Fast alle Bücher auf unserer Liste hat Lockhart geschrieben. Wie kommt das bloß? Seht nur, da ist Gilderoy Lockhart. Oh Mann, ey. Der Spinner. Schaut euch mal seinen Smile an. Harry Potter! Was für ein Moment, endlich dem berühmten Harry Potter zu begegnen. Genau der richtige Augenblick, um zu verkünden, dass ich die Stelle des Lehrers für Verteidigung gegen die dunklen Künste an der Hogwarts-Schule antreten werde. Ha!
Berühmt, ha, dass ich nicht lache, Potter. Was hat Potter denn schon Großartiges geleistet? Bruder, ich hab fucking Voldemort besiegt! Lass ihn in Frieden, Draco. Sieht ganz so aus, als hätte Mr. Potter eine kleine Freundin. Nein, hab ich nicht. Ich meine, kümmere dich um deinen eigenen Kram, Malfoy. Ich glaube, Dad hat mich gerade gerufen. Ich werde mal nachsehen, was er will. Wette, du bist überrascht, Harry mit so einer berühmten Persönlichkeit wie Gilderoy Lockhart zu sehen, was, Malfoy? Nicht so überrascht, wie darüber, dich in einem Laden zu treffen, Weasley. Ich vermute mal, deine Eltern werden monatelang hungern müssen, um die Bücher bezahlen zu können. Ah, du. Warum lässt du dich von ihm ärgern, Ron? Es ist nicht wert. Yo, Malfoy ist schon badass, ne? Macht mich besser auf den Weg. Sehen uns dann in Hogwarts, Harry. Okay, Hagrid, my boy. Das Sprite von Hagrid wurde 1:1 kopiert, ne? Sie und ich zusammen schaffen es zusammen auf die Titelseite. Yo, Gilderoy, willst du mir sagen, du und ich, wir schaffen es auch in die YouTube-Trends? Yo, können wir mal so ein Foto machen, so ein Clickbait-Foto? Yo. Okay. Ja, scheiß auf den Gilderoy, ne, der kann nix. Ist in einem Jahr eh wieder weg, ne, es hat kein einziger Verteidiger gegen die dunklen Künste-Lehrer mehr als ein Jahr lang in Hogwarts geschafft. Schön, 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 Arthur Weasley. Guten Tag, Lucius. Bezahlt man bezahlt man ihnen auch ihre Überstunden im Ministerium? Was nützt es, eine Schande für die Zaubererschaft zu sein, wenn man nicht einmal gut dafür bezahlt wird? Wir haben sehr unterschiedliche Vorstellungen, was eine Schande für die Zaubererschaft ist, Lucius Malfoy. Eindeutig nach den verlotterten Büchern zu urteilen, die sie ja kaufen, wussten sie ja schon, was, dass es ihnen egal ist, wenn sie sich blamieren, aber jetzt auch noch ihre Kinder. Ich warne sie, Malfoy. Arthur, nein! Verprügel den Lucius. Alter, ist eigentlich Arthur krasser als Lucius? Arthur hat man nie richtig zaubern sehen, ne? Molly hat man einmal richtig hart zaubern sehen gegen Bellatrix. Aber Arthur hat man nie wirklich zaubern sehen. Ist, kann Arthur irgendwas? Weil Lucius ist ja so, nee, eher ein durchschnittlicher Zauberer, ne? Das ist auch nicht mehr nötig. Komm, Draco. Yo. Mein Kessel wird immer schwerer. Vielleicht machen deine Arme langsam schlapp. Ja, die muss einfach so einen Kupferkessel rumtragen, ne? Das ist ein fucking Kupferkessel, Alter. Das ist ein kleines Mädchen. Der Hogwarts-Express fährt bald los. Warum machst du nicht noch ein paar Besorgungen in der Winkelgasse und wir treffen uns dann wieder hier, wenn du fertig bist? Okay, Freunde. Aber ich glaube, wir haben soweit alles. Wir haben alle Items geschnackt. Wir haben alle Sachen gekauft. Wir haben ein bisschen trainiert. Ich würde sagen, im nächsten Part, meine Freunde, geht's ab nach Hogwarts. Zusammen mit den Weasleys und vielleicht auch mit Draco Malfoy. Wir werden es sehen. Lasst einen Daumen da, wenn es euch gefallen hat. Wir sehen uns im nächsten Part. Haut da rein.